Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zur kleinen Videoreihe How to Steh richtig, in der wir uns Replays angucken von Mitspielern, die, naja, nicht wirklich optimal stehen. Und ich möchte hier in dieser Videoreihe dann ein paar Tipps geben, was man denn besser machen kann. Wenn ihr selbst Replays habt dazu, dann schickt mir die gerne ein. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und heute haben wir ein Replay von einem VK36, der sich hier anscheinend selbst reportet oder wie auch immer. Ich weiß nicht, woher das Replay jetzt genau stammt, ob das der Spieler wirklich selbst ist. Aber wir gucken mal kurz drauf. Er ist im VK36 mit der konischen Kanone und wir sind hier auf chinesische Mauer und wir sind Low-Tier. Und ich glaube, das könnte das erste Mal sein, wo man tatsächlich mal ein bisschen diskutieren kann, was man, also ob das Replay unbedingt passend ist, rein was das Positionsspiel angeht, aber insgesamt natürlich auch die Diskussion darüber, naja, was macht man denn als Low-Tier-Heavy in World of Tanks? Denn wenn wir mal ehrlich sind, ein Low-Tier-Heavy ist das, oder ist in meinen Augen die Klasse, die mit am meisten gearscht ist, weil Heavys normalerweise im Nahkampf sind. Sie kommen in der Regel über ihre gute Panzerung und über ihren hohen Alpha. Gut, die konische Kanone hier auf dem VK36, die hat jetzt nicht unbedingt den besten Alpha, da sind wir uns einig. Aber ein Heavy, der primär über seine Panzerung oder auch die Hitpoints kommt in dem Fall, hat natürlich dann als Low-Tier durchaus ein Problem, weil die Mobilität nicht unbedingt das ist, was man ansonsten gebrauchen könnte. Wir sehen schon, er steht hier an der Ecke. Er ist nicht mit nach oben gefahren. Da pusht jetzt auch schon der Bisonte rein. Er ist auch nicht mit darüber gefahren an die Heavy-Ecke. Und er steht hier im Grunde die ganze Zeit permanent ziemlich passiv. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter drauf achtet, dann passiert da auch nicht weiter viel, außer dass er mal ein paar Mal vor und zurück fährt. Aber er unterstützt dann auch im weiteren Verlauf dieser Runde seine Teammates hier an dieser Ecke nicht wirklich. Also grundsätzlich keine wirklich gute Wahl. Man hätte, ich rede ja immer so allgemein auch und nicht nur unbedingt bezogen auf das konkrete Replay, man hätte mit hier hochfahren können. Der VK hat 8 Grad Gun Depression, das hätte schon einigermaßen mit funktioniert, wenn man da nicht alleine ist. Gut, hier war noch ein Tiger, ein Sechser, der stirbt da relativ schnell. Wenn man merkt, okay, ich bin als Low-Tier da vielleicht alleine, dann fährt man mit den Teammates hier in den Südbereich. Das kann man auch als Heavy machen. Gerade der Süden vom nördlichen Startpunkt aus ist immer doch ein bisschen besser zu bespielen als von der anderen Seite. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will nicht weiter nach vorne fahren, dann hätte man an der Ecke tatsächlich ein bisschen konsequenter mitspielen müssen. Spätestens jetzt, wo hier der Bisonte gegen den AAL und den FV kämpft, man hätte auf die Position hier oben fahren können. Das ist eine TD-Position, aber da hätte man höchstwahrscheinlich das nächste How-to-Steh-Richtig-Video bekommen. Da stand vorher der FV4202. Und wenn man gar nicht in diesen Heavy-Bereich reinfahren will, dann, ja, gut, dann fährt man halt auf die andere Seite. Man hat die Möglichkeit, dorthin, wo der Yuto gefahren ist, hier auf diese kleine Bergstraße zu fahren und zu gucken, dass man dann mit supporten kann, also in die Richtung hier hoch. Da waren auch einige seiner Teammates. Oder man nutzt halt die Gelegenheit und fährt mit den Teammates hier auf die andere Seite. Auch da ist es wichtig, konsequent zu sein und dann wirklich mindestens bis hierhin zu fahren, beziehungsweise event mit guter Gun Depression auch von der Position. Besser ist natürlich dann diese Ecke im Sidescrape. Aber fairerweise, als Low-Tier gegen Achter, gerade als Low-Tier-Heavy, ist das zugegebenermaßen an allen Positionen schwierig. Nur die Ecke, die er da gewählt hat und auch das Verhalten, was er dort an den Tag legt, also selbst wenn dann seine Teammates 20 Meter vor ihm kämpfen, das ist kein gutes Gameplay. Da hätte man sich viel früher, viel besser einbringen können. Man hätte zum Beispiel auch, wie ich es gerade schon angesprochen habe, hier in die Mitte fahren können. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was da hinten auf dieser TD-Position steht. Ob man hier in der Mitte ein gutes Spotting von Medium oder Lights bekommt. Und dann kann man zum Beispiel auch hier oben mit reinfahren und das Ganze dann wieder von hinten aufrollen. Jetzt ist die Runde im Grunde durch. Es steht 2 zu 10. Er
Wo steht er denn überhaupt? Ich muss mal kurz gucken. Ja, er steht jetzt hier. Er ist natürlich jetzt in der Situation völlig überfordert. Die Gegner kommen jetzt schon von zwei Seiten. Und jetzt zum Ende der Runde hin, gezwungenermaßen, fängt er hier auch an zu arbeiten und Schaden zu machen. Aber natürlich zu einem Zeitpunkt, der viel, viel zu spät ist, um hier noch irgendwie einen Einfluss in positiver Weise auf die Runde zu haben. Schreibt mir gerne mal euer Feedback, wie ihr euch im VK36 in so einem Matchup positioniert hättet. Was hättet ihr vielleicht anders gemacht? Welche Position, welche konkreten Positionen wärt ihr angefahren? Wenn ihr selbst Replays habt von Kandidaten, wo ihr sagt, das ist eine völlige Fehlpositionierung, das kann man durchaus mal in dieser Videoreihe hier besprechen und vor allen Dingen auch zeigen, wie man es besser machen kann. Dann schickt mir gerne eure Replays, ich freue mich darüber sehr. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm wie immer einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Heimdall, Rico, Franz, Wolfgang, Roblitz, JanVG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.